Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Borderlands 2. Ich, der Schwarzschimmel und der Judonkel. Ich habe mich als Esel als erster genannt. Wie sich das gehört. Genau. Ja, wir hatten gerade offscreen ein paar kleine Probleme zwischen den Aufnahmen bezüglich des Spiels. Und diese Zeit haben wir genutzt, um hin und her zu joinen, weil irgendwie sind wir nicht mehr ins selbe Spiel reingekommen. Der Fabi hing die ganze Zeit im Ladebildschirm fest. Und ich habe versucht, irgendwie meine Framerate in den Griff zu bekommen, was jetzt leider nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich denke mal, eine Aufnahme geht das noch, bis dann endlich mal das Problem gelöst ist. So sieht's aus. Und ich würde jetzt mal sagen, ich spreche mal in die Sprechanlage. Und schau mal, was passiert. Also ich bin an diesem Automaten da hinten wieder gespawnt und habe mir da ein neues Scharfschützengewehr gekauft. Also nicht wundern, das ist jetzt hier ein anderes. Tatsächlich sogar mal ein besseres als das, was ich von der Quest da bekommen hatte. Und das ist schon Wahnsinn. Also in Anbetracht der Tatsache, dass man hier ansonsten eigentlich nur Pistolen findet, ist das wirklich, freue ich mich. Ganz toll. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Ja. Alles klar. Auf nach Sanctuary. Sanctuary. Reise beginnt in 3, 2, 1, 0. Ich wollte gerade sagen, bist du Mädchen? Hast es nach Banditen-City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Ja. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Hier drüben ist das Quest. Bei dir? Nee. Doch. Dann komm ich hochgelaufen. Kommst du gelaufen hoch? Ey, Große! Ich bin der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe. Aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Nö. Hast du gehört? Schließ mal an. Los, mach. Dann der. Dann bist du wenigstens schuld, nicht ich. Woran? Das Schild ist weg, das Schild ist weg. So. Da haben wir doch jetzt ein Schild wieder. Ja, wunderbar. Dann red mal mit dem. Komm, red mit ihm. Red mit ihm. Geh doch mal. Was will er denn? Belohnung annehmen. Ja. Oh. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chester! Da komm mal mit, Fabi. Komm, wir müssen mit ihm reden. Los, komm. Nee, ich komm ja schon. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin direkt hinter dir. Keine Angst. So, komm, wo bist du? Hier. Irgendwo soll er sein, oder? Ach, da ist er doch. What the fuck? Ich glaube, wir werden beschossen. No shit, Sherlock. Für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Mit dem Mechaniker der Stadt? Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Danke. Ja. Ja, das schön ist. Mach auf! Schon! Oh! Hallo! Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll! Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen! Falls du mich töten willst, solltest du wissen! Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Was? Der hat dich gemeint. Moment! Da hänge mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants! Das mache ich gern. Du bist kein Hyperion-Roboter, du bist ein Kammerjäger! Das ist sowas wie ein Einhorn! Hast du gehört, du bist auch ein Einhorn. Ja.
Aber erstmal raube ich den Typen aus. Regenbogenfarben und Spul. Der ist Diamant. So wie sein Pferd hier. So wie Arschgaul. Arschgaul der Zweite bin ich. Ja, erzähl mal was. Bist du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Selbstverständlich. Machen wir sofort. Schick mir Iridium. Gut. Da hat er sich mal irgendwo rausgezogen. Oh, ich kann übrigens falsch einen Punkt verteilen. Denn ich bin Level 9. Ja, ich sammle mal die Treibstoffzellen ein. Das sieht man dann nur bei mir auf dem Channel. Ist sowieso nicht interessant. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen What? Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Mit einer Gabel hat er den Wagen gefressen. Ja, finde ich jetzt völlig normal. Also. Mach ich selbst regelmäßig. Ja, eben. Reinigt den Magen. Die Autos sind teuer. Aber ich sag mal, mit Ketchup geht alles runter. Das ist in Ordnung. Ja, dann flutscht das. Ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Blabla. Lieset ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Ich geh mal zu Crazy Earl. Der ist nämlich wichtig. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Ja. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Iridium. Ich kaufe erstmal ein Rucksack-Update. So, der möchte jetzt. Komm nie wieder. Hast du es schon? Ja, ich habe mir einen Rucksack-Upgrade gekauft, damit ich mehr mitnehmen kann. Was gibt's denn da Schönes? Hört auf, die Anzahl an Objekten, die du bisher abgeben kannst, sind 2. Dann blablabla Munition, Anzahl Granaten, Pistolenmunition, Gegenwerfermunition, Waffenmunition, Sniper-Munition. So, okay. Warte mal, wo bist du? Komm mal her. Hör auf damit. Komm mal her. Bleib mal stehen. Hä? Was? Warte mal. Ich krieg was! Gib mir was! What the fuck? Dafür kriegst du nix. Nö, macht nix. Alter, geil, was ist das? Besser als deine Waffe? Contingent Transaction. Bisschen? Geringfügig. Also sieht geil aus, glaube ich. Mal abgesehen davon, dass sie zappelt wie irgendwie. Ja, soll ich nochmal eine Kiste aufmachen? Oh. Kann ich auch eine Kiste aufmachen? Wo ist denn das? Ja. Ach, guck mal. Oh, wieder eins. Was macht? Nur ein bisschen weniger Genauigkeit. Ja, ein bisschen runter, aber Magazingröße ist höher, Feuerrate ist wesentlich höher. Mit 7,4 Zoom. Ich möchte auch eine Kiste. Verbaut eine deiner goldenen Schüsse, die ist ganz rückgängig, aber bist du sicher, dass du. Ja. Ich brauche ja auch noch eine andere Waffe, ne? Warte mal, so. Wann hast du nur Level 9 gemacht? Du hast um mich gelevelt, du Schweinehund.
Na, offscreen musste ich mich gegen die Bullymongs verteidigen, da ist das passiert. Ist da was mit bei für dich? Ja, sind sogar beide eigentlich besser als die ich habe. Ich nehme mir mal die hier. Die andere kannst du nehmen, kannst du verkaufen, aber kriegst du mindestens ein bisschen Cash dafür. Bin voll? Was? Ah, oh, ist dein Inventar wieder nicht geleert. Sorry. Was bist du denn für einer? Bleibt die Kiste offen? Für eine Weile schon, glaube ich. Ich würde halt irgendwas wegschmeißen, was halt nur grün oder weiß ist. Ja, einfach wieder zu dem anderen und scheue irgendwas. Der nimmt nur Iridium. Achso, okay. Finde ich noch was anderes? Kaufen? Da hinten ist Zed, ein Verkaufsautomat. Ah, okay. Ja, ein Verkaufsautomat. Zed. Zed ist cool. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. So, jetzt verscheuert. Auf jeden Fall mal. Nichts geht über einen guten Verkauf. Dieses Gerät hier. Dieses. Dieses. Noch ein paar Schilde, die ich nicht mehr brauche. Jetzt habe ich Platz. Oh, wo waren das jetzt wieder? Warte mal. Hier, nein, nein, da hinten ist. Jetzt geht es. Kommt eine Intro-Sequenz. Oh, okay, dann lassen wir das erstmal noch. Glaube ich. Ups. Hier drin, glaube ich, ne? Ja, genau. Ah, ja, okay. Eigentlich können wir, wir braten die Schlüssel doch sowieso nur dafür, ne? Dann können wir auch eigentlich gleich mal ein paar reinhauen da. Du, oh, shit. Macht es nicht. Die werden mit jedem Level besser, was die Sachen, die da drin sind. Weil das Loot, was in der Kiste ist, ist abhängig von deinem Level. 33 Schutz, 32 Ladegeschwindigkeit, 2,3 Ladeverzögerung und 797 Spike-Schaden nehme ich doch mit. Was ist das hier? Ja, Kapazität ist weniger. Aber die Ladegeschwindigkeit ist höher als die eigene Kapazität. Okay, ist gekauft. So. Ich will eigentlich nur eine andere Waffe haben noch. Für, also statt dieses Ding hier. Trifft damit nämlich nichts. Musst auch nicht. Dafür ist er nicht gemacht. Das ist einfach nur blind reinfeuern für letzte Möglichkeit. Dann macht sie 73 Schaden. Ja, lass mal gucken, dass ich noch Level 9 irgendwie kriege. Dann kriegst du wenigstens was, auf, was auf deinem Level ist. Weil ich krieg nur 8, Level 8 Gegenstände. Wenn wir die Quest hier zu Ende machen, hilfst du gut dabei Plan B? Ja, können wir Glück haben, ja. Was ja? Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Komm zurück zur Mitte. Nein. Zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Na, großartig. Es mag alles Schwachsinn sein, aber der ist verdammt unterhaltsam. Holen Sie sich die neue Ausgabe von... Musst du doch hier irgendwo sein, ne? Ja. Kammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Das wäre nicht möglich. Mit ihm hier reden? Wir haben gesagt, wir sollen reingehen. Kammerjäger, was gibt's? Ja. Bis zur Kommandozentrale. Jetzt können wir da rein. Fight back! Join the Resistance! Vive la Resistance! Vive! Oh, doch, la Resistance! Ihr siegt. Oh, das ist blablabla. Erfahrung 1187, das könnte reichen. Yeah! Wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Einfach. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Yeah. Benutze Roland Safe. Was hat er denn in seinem Safe? Safe, 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 safe. Feuerrate ist schon ziemlich hoch bei
bei dieser Waffe, aber ich glaube, ich nehme doch die andere drinne. Weil hier gehen immer gleich drei Schüsse dann flöten pro. Okay. Pro einmal abdrücken. Deswegen verreißt die auch so. Ja. Und das muss ja wirklich. Außerdem sieht die viel cooler aus. Oh, ein kleiner Safe im Haus. Hab ich auch. Sowas. Geh mal auf. Echo Reporter. Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Mhm. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber natürlich. Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Kannst du mal sagen, was auf dem mittleren Monitor drauf steht? Ich erkenn's nicht. Ich sehe nur eine dicke Frau. Ich weiß nicht, wer sich solche Bilder anguckt. Roland? Aber die Schrift kann ich nicht lesen. Nee, ich auch nicht. Nur das Okay da unten kann ich lesen. Ja. Das ist ziemlich Mist. Oh, Roland ist bei Facebook. Sexy Walross. Roland ist bei Facebook, wer hätte es gedacht? Noch im Sexy Walross. Da guck ich nicht nochmal drauf. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ja. Hey, so. I love you, call me. Wir können jetzt der Haupt-Story-Folge oder ganz, ganz viele Nebenmissionen machen. Oh. Das ist eine so schwere Last, da möchte ich mich nicht entscheiden. Mach du das. Nebenmissionen sind toll. Machen wir Nebenmissionen. So, jetzt nochmal was für Level 9. Boah. What the fuck? Das ist auch ein Sniper-Gewehr, alle beide, ne? Mhm. So sieht es besser raus, ich nehme das andere. Oh, warte mal. Feuerrate! 13,3, ja, das ist wieder so ein Ding, was so viel schießt, sehr effektiv gegen Fleisch. Das andere hat Feuerrate 1,2, macht 134 Schaden. Ja, das Night Railer, das ist mit 3 Schuss, ja. Feuerstoß während des Zooms. Und verbraucht 2 Schuss pro Schuss, also 2 Munition pro Schuss. 10% kritische Trefferchance, Feuerstoß während des Zooms. 7,4 Waffen Zoom. Der andere. Ich würde die andere nehmen. Mit dem zusätzlichen Elementarschaden. Ja, ich denke auch. Kann ich gleich wechseln. So. Ich möchte trotzdem jetzt. Ups. Ah, wir haben einen dritten Waffenslot. Tatsache. Aber die hier macht hier auch ordentlich Schaden. Hier 12 Schuss im Lauf. What the fuck? Oh, das sieht aus, als wäre es was für dich. Allerdings. Soll ich dir den anderen auch mitnehmen? Kann man die noch handeln dann? Ja. Ja, dann nehmen wir beide mit. Meine Schlüssel alle. Wenn du nur noch einen reinjagen könntest. Ich will dieses Ding hier haben hier. Ich will einfach nur eine Pistole. Fette Beute! Mach leer. Ausgezeichnet. Oder besser als meine. Alter. So, das ist jetzt mal so ein bisschen Cheaten, ich weiß, aber. So. Ja, gehört so ein bisschen. Was ist denn das hier für ein Ding? Expandified Rockets. Da braucht 3 Muni pro Schuss. Was ist das hier? Dann Genauigkeit. Effektiv gegen Fleisch. Rotiert beim Nachladen wie eine Granate. Magazingröße 57. Magazingröße 127. So, ich habe mir jetzt die geschnappt. Ach du Scheiße. Na, das ist ein Toreador. Die ist gut hier. Hast du die andere jetzt genommen? Die sieht fast genauso aus wie die alte. Nur besser, warte mal, prallt das auch ab, oder? Ja, das sind Raketen, die du verschießt direkt. Keine Granaten. Aber 115 im Schuss, ne? Im Magazin. Ja, das ist natürlich übel. Ich habe ja eine mit 193 Schuss im Magazin, also. Kann sich sehen lassen. Die werde ich nutzen, alles klar, gut. Dann kann ich jetzt nämlich noch. Zack. Ins Inventar gehen. Und das eine Scharfschützengewehr hier ersetzen.
durch die Pistole, die ich da noch rausbekommen habe. Huch. Nee, was jetzt habe ich missgebaut? Nee, ist richtig. Pistole, Raketenwerfer, Scharfschützengewehr. Oder? Scharfschützengewehr auf A3, auf A2 habe ich den Raketenwerfer hier. Und auf A1 die Pistole. Alles klar, gut. Zack. Alter, hast du hier gerade durchgeschossen? Ja. Zum Teufel. Nebenmission, yay. Yeah. Zum Teufel. Oh. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Na, funktioniert. So, geht doch. Das ist Markus, wie er lebt und lebt. Komm vorbei, ich habe Arbeit. Rache! Kammerjäger, wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ja. Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliban Elementarwaffen reingekommen. Ist auch schon ruhig hier. Sollten wir sie gemeinsam ausprobieren. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe. Frage ist jetzt. Was für Muni brauche ich da jetzt eigentlich für das? Warte mal. Du hast eine eigene Flamme. Als ganz normales Gewehr halt. Hm. Wo bist denn du hin? Hallo, Mission? Achso, da unten ist noch was. Jetzt? Jetzt verbrenne ihn mit der Waffe, mit der Feuerwaffe. Feuer und Fleisch, üble Kombination. Abschluss. Wieder mit ihm reden. Belohnung annehmen. Wieder annehmen. Erfahrung. Was ist das jetzt? Die nächste Aufgabe, die ich treffe, wie ein Schock. Habt ihr da ein echter Schock? Wie ein Elektroschock. Sollte ein Wortspiel sein. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher. Ich hab keine Schockwaffe. Soll das eigentlich für die Mission kriegen? Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler. Ach da. Müsste eigentlich eine Pistole sein, ja. Yep. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den kaufst. Fusionswaffen? Was? Panzerung. Gepanzerte Ziel, so eine Panzerung zu durchbrechen, dauert viel zu lange. Panzerung hält den meisten Schadenstypen stand. Nimm eine Korrosionswaffe. Achso, das hat er mir jetzt automatisch ausgerüstet. Ja, das gibt er jedes Mal. Ja. Die Säure sich durch ja, die war... Panzerung diese Schnorrer die Schockwaffe eben war nämlich im Inventar drin und hat er mir nicht direkt ausgerüstet, aber die jetzt schon hat er einfach direkt ersetzt. Ja, okay. Jetzt testen wir mal diese neuen Set. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Dieser Ups. Tja, jetzt wo er gesnackt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Ja, eigentlich musst du erst slaggen und dann die Waffe wechseln. Weil dann machst du vielleicht fast doppelten Schaden. Okay. Lass uns jetzt über die Bezahlung reden. Moment mal. Der gibt mir coole Waffen und lässt mich auf so einen wehrlosen Mistkerl da schießen. Und jetzt will er mich auch noch dafür bezahlen? Tja, siehst du mal. Ist nett. Du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Musst du noch deine Waffe geben da? Den Bowie-Revolver. Also wenn du mit zwei Revolvern rumrennen willst, weiß ich ja nicht. Da reicht dir einer. Du, ich bin jetzt gerade bei 3 Waffenslots nur. Ich gucke jetzt mal. Ah, oh, ist die Waffe. Der Widowmaker ist halt schon gut. Aber da muss ich abdrücken jedes Mal. Das ist nervig. Da bist du dann dauernd nur noch am Klicken. Ich glaube, ich habe die 3 Waffen gefunden, die ich benutze. Ja, ich werde mir jetzt auch mal eine Scharfschützenwaffe nehmen. Nade. Ich habe keine Arbeit für dich. Komm später wieder.
Wer hat das jetzt gezogen? Die Zahl gar nicht so schnell aufsteigen. 900, glaube ich, irgendwie kritisch. Gut, okay. Lance, dann der ist. Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Moxies! Moxies! So gut wie ich. Binder! Ich überhole dich! Ich wusste, dass es dich interessieren würde. Binder! Der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Oh, hallo Moxie. Ich bin Roland. Und ich habe nur eine Frage. Markus, meine Liebe, warte mal. So ein bester Freund. Wir verkaufen fantastische Radio. Da vergisst man sogar das schreckliche Radioprogramm. Okay. Ach, das meintest du, ja, ja. Dafür ist Moxie bekannt. Die gute Moxie. Verkaufen wir mal was. Oh. Mann, ich bin total feucht. Ich meine, ich habe einen Drink verschüttet. Was? Nein, so leicht bin ich nicht zu haben. Ach ja, Moxie. Ihr habt bestimmt auch ein schönes Leben in dieser Welt hier, ey. Mhm. Yeah, zweimal Waffe gewonnen. Was machst du da? Im Spielermodus spielen. Muss ich den anhalten? Nee. Mhm. Verloren. Ja. Alter, wie viel kostet das? 119! Will ich verarschen? So kann's gehen. Hab 39 gewonnen, Alter. Das gibt's doch nicht. Betrug, Moxie! Betrug! Er ist ein Spielautomat, das ist Glück oder Pech, ne? Gar nicht. Ja, wie sollen wir es machen? Sollen wir dann die nächste Aufnahme einfach nur mal ein paar Nebenmissionen machen? Ja, ich denke, wir grasen die Stadt so weit ab. Ich weiß ja nicht, du kennst dich ein bisschen aus. Ja. Sind die denn langwierig hier, die Nebenmissionen? Es kommt immer drauf an. Also es gibt ein paar Nebenmissionen, die finden nur in der Stadt statt. Stadt. Es gibt auch ein paar, die schicken uns wieder raus in die Gebiete, wo wir schon waren. Allerdings finde ich immer, ist das Loot eigentlich ganz passend für das, was man dann noch hat. Ja gut, dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal alle an, die hier in der Stadt grasen wir ab und bei den anderen können wir uns dann ja mal spontan entscheiden. Ich meine, zurückrennen würde ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, was unterwegs ist, nehmen wir mit. Ja, wir müssen sowieso immer wieder hierher. Na, ich meine jetzt zurück in die anderen Gebiete, wo wir schon waren. Achso, ja, dann müssen wir halt einfach mal durch die Bank weg alle Quests annehmen. Ja. Und dann können wir ja schauen, wo uns die einzelnen Sachen hinschicken. Also, annehmen ist nie verkehrt, weil du kannst dann nachgucken in deiner Questliste. Ach, der Hammerlock. Ja. Der ist auch wieder hier. Cool. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Dieser scheiß Bullimon-Fetischist, ey. Wahnsinn. Ja, aber die Namen sind recht cool. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Captain ist auch da. Ja. Zu mir! Dein Meister befiehlt es dir! Meister! Ja, das ist zum Beispiel eine geile Mission, weil da kriegst du Zugriff auf einen speziellen Safe. Ja, du bist besetzt. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Oh. Geiz. Alter. Ja, er stellt sich genauso vor wie im Teil 1. Alter. Was zum... Ja, er bastelt die ganzen Automaten. Das was man erwartet. Boah, ist so krank, Mann. Boah, ich geht. Komm. Suchst du Arbeit? Ich hätte da was. Badass-Ehrigkeit. Hey, Roland.
Rowlands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt. Was passiert mit ihm? Es hat wohl seine Lunge getroffen. Erlösen wir ihn. Er braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Ja. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Das wollen wir nicht. Ja, dann mach mal. Au. Fast. Na gut. Ein Stück Iridium? Verdammt. Haha, ich hab Iridium in den Typ gefunden. Noch sagen, man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Okay. Also Zed ist sehr sympathisch, wie du merkst. Gott sei Dank. Er ist ganz nett, ja. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Du meinst, seine Schilde und seine Medizin funktionieren, ja, das muss man ja wissen. Eben. Auch wenn er kein echter Doktor ist, wie er gerade schon angedeutet hat. Nee, er hat keine Lizenz, das ist alles. Ja, so. Weiß ich nicht. Aber Doktor ohne Lizenzen sind im Prinzip genauso wie ein Episodenende, ne? Davon gibt es immer wieder welche. Ja, deswegen machen wir jetzt auch ein Episodenende. Und darum machen wir an dieser Stelle Feierabend, genau, und wünschen euch allen da draußen noch viel Spaß. Schaut doch auch mal bei unseren anderen Let's Plays vorbei, ansonsten lasst euch nicht fressen. Ja, wir geben uns Mühe, euch zu unterhalten. Mit in diesem Sinne. Wir wünschen euch was. Haut. Macht's rein. Gut. Ciao.